Nein, 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 ganz sicher nicht. Den Fahrstuhl, den nehme ich nicht. Denn Bewegung ist so entscheidend für die Erhaltung des kardiovaskulären Systems. Von der Konzeption bis ins hohe Alter und zum Tod. Bewegung ist das, was das kardiovaskuläre Risiko dramatisch senkt. Deshalb nehme ich natürlich die Treppe. Jeder weiß, übergewichtige Kinder haben ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko. Die Verbesserung der Inflammations-, also der Entzündungsreaktion und auch die Fehlfunktion der Gefäße kann durch ein körperliches Training dramatisch verbessert werden. Und nicht erst, wenn man geboren ist. Nein, wenn die Mutter bereits, die Schwangere, trainiert, dann kann auch das Kind davon profitieren. Unser Leben steht in der westlichen Welt mit Inaktivität, zu viel Essen und Übergewicht führt dazu, dass sich die Herz-Kreislauf-Risikofaktoren mehr ausbilden. Erhöhter Blutdruck, Diabetes und Cholesterinstoffwechselstörung. All das kann durch einen aktiven Lebensstil optimiert werden, damit später keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstehen. Bewegung ist so entscheidend, doch die Frage ist, welche Dosis? Ist es ein moderates Training oder ein intensives Training mit Intervallcharakter? Diese Frage stelle ich mir im Rahmen der Forschung des DZHK. Körperliches Training ist gut in der Prävention, aber wie sieht's denn aus, wenn das Herz bereits geschädigt ist, wenn das Herz nicht mehr richtig pumpen kann, wenn ein Herzinfarkt vorliegt oder eine schwere Herzmuskelschwäche oder gar Transplantation auf dem Programm steht? Auch dann ist es so, und das mag völlig widersinnig sein, auch da ist ein körperliches Training sehr, sehr wichtig und entscheidend. Und vor allen Dingen entscheidend, weil es zusätzlich zu Medikamenten wirkt. Auf dieser gesamten Schiene der Erkrankung, von der diastolischen Herzinsuffizienz bis zur Transplantation, profitieren Patienten von einem richtig dosierten körperlichen Training. Nicht das Herz zu schädigen, aber die Muskulatur, die Gene anzusprechen und die Muskelfasern anzusprechen, das ist das Ziel eines Trainings bei Herzpatienten. Und sehr wohl kann dadurch die Sterblichkeit der Patienten um 50% gesenkt werden. Körperliches Training ist so entscheidend in der Prävention bei Herz-Kreislauf-Risikofaktoren oder auch bei Herzerkrankungen. Es hat dramatische Effekte. Die Einheiten sind es, die kurzen, die bereits diese Effekte haben. Und es ist nie zu spät. Man kann immer noch beginnen, egal wie alt oder wie krank man ist. Und deshalb ist es so, ich nehme definitiv immer die Treppe.